Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nightmare Creatures 2. In der letzten Folge war das Spiel verbuggt und dementsprechend habe ich jetzt meinen Memory Card geleert und habe das gesamte, in Anführungsstrichen, zweite Level nochmal gespielt bis hierhin. Es ist tatsächlich laut dem Spiel das erste Level. Ja, die Irrenanstalt war quasi Level 0. Das ist jetzt das offizielle erste Level. Also die haben einfach die Null reingemacht. In gewisser Weise ist es trotzdem noch das zweite Level. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen, naja, komisch klinge. Ich habe so eine Mischung aus. Ich bin komplett genervt und komplett am Boden zerstört. Komplett Depri. Wie lange hat es gedauert? Tatsächlich 35 Minuten. Trotz des einfachen Schwierigkeitsgrades. Das Ding ist jetzt, dass ich habe das schon getestet, keine Sorge, funktioniert alles. Nachdem ich gespeichert hatte, bin ich nochmal raus, habe das die Konsole, in Anführungsstrichen Konsole, nochmal resettet. Und habe gesehen, dass im Optionsmenü der Schwierigkeitsgrad auf einfach stand. Normalerweise ist es ja so, dass wenn man das Spiel startet, der Schwierigkeitsgrad auf normal steht. Sprich, ich habe ihn jetzt nochmal auf hart gestellt. Es kann sein, dass wir jetzt doch noch auf unsere Kosten kommen. Dementsprechend, ja, spielen wir jetzt einfach mal hier weiter. Und schauen mal, wie das so mit den Gegnern ist. Ich werde jetzt nichts provozieren. Ich werde gleich natürlich anhand des Schadens wahrscheinlich sehen, wie das aussieht. Also, ich muss sagen, dass es für den... Wobei, warte, wir können doch einfach hier ins Pausenmenü gehen. Ne, ihr seht, der Schwierigkeitsgrad steht auf einfach. Okay, dann brauche ich mir hier keine großartige Mühe geben. Ich muss aber sagen, trotzdem der Schwierigkeitsgrad einfach sein soll, kann man, wenn man das Spiel das wirklich das erste Mal spielt, schon so seine Momentchen haben. Ne? Also man merkt, ich mache mehr Schaden. Wahrscheinlich kriege ich auch weniger Schaden, wenn ich getroffen werde. Aber dafür, dass es halt einfach sein soll, ist es mir immer noch ein bisschen zu viel Arbeit, tatsächlich. Aber das ist jetzt nicht der Grund, wieso das so lange gedauert hat. Einfach weil, ja, man kann schon davon ausgehen, dass wir sehr, sehr nah am Ende dieses Levels sind. Ne? Also, ich würde schon sagen, wir haben da schon eine Menge gemacht. Ich meine, wenn ich jetzt hier einfach 35 Minuten durchrennen konnte, dann spricht das wohl sehr, sehr dafür, dass wir schon sehr weit gekommen sind. Aber ja, es hat eben lange gedauert, eben weil man ja nach links und rechts und da mal einen Schlüssel und da mal einen Generator aktivieren und so weiter. Das hat alles so unglaublich Zeit gefressen. Ich habe mir meine Rave-Party-Mucke genommen, habe das im Hintergrund laufen lassen und habe stellenweise einfach nur gegähnt, weil ich einfach so deprimiert und angepisst war. Ja, aber man muss dann wohl zur Verteidigung sagen, dass das Spiel einfach einen schlechten Tag erwischt hat oder so. Ja, also, ja, das nehme ich jetzt her, das kann ich ja nehmen, scheiß drauf, ist der einfache Schwierigkeitsgrad. Die ganzen Sachen, die komischen Ruckler und so, also das Spiel hat immer noch geruckelt, keine Frage, aber es war deutlich weniger und könnt ihr euch noch an den Bastarden erinnern, der da verbuggt war, wo ich quasi Fatality gemacht hatte. Das ist ja jetzt auch mittlerweile wahrscheinlich schon wieder 2-3 Stunden her, wo ich Fatality gemacht hatte und dann hängen geblieben bin draußen in dem Areal. Der ist tatsächlich rausgekommen. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch minimal daran lag, dass ich ja... Wie lange saß ich? Ach, guck mal. What the... Fun Fact. Ich hab's eben getestet gehabt. Ich schwöre, Leute, ich hab's eben getestet gehabt und der Schrank war schon auf. Vor allem, was ist das eigentlich für eine Holocaust-Scheiße? Dafür habe ich jetzt den Schlüssel geopfert oder was? What the fuck? Hatte ich's eben gesagt. Also, ich hatte ja, wir haben ja logischerweise mehrere Aufnahmetage in dem zweiten Level verbracht, weil das natürlich so ein langes Level ist und hat der Schwierigkeitsgrad und so weiter. Und ich habe ja dann immer Save States gemacht und habe dann zwischendurch logischerweise den PC ausgehabt und so weiter und so fort. Achso, dafür kriege ich jetzt aber den Gegenstand. Keine Ahnung, wodurch das jetzt hier entstanden ist. Es kann wirklich einfach sein, dass das Spiel gestolpert ist oder so. Ja, also es hat jetzt alles einwandfrei funktioniert und wenn ich natürlich einen normalen Spielstand gehabt hätte, wäre das jetzt alles nicht passiert. Dumm ist nur an der Speicherfunktion, dass ich anscheinend nur einen Speicherpunkt habe.
Ja, das heißt, ich werde trotzdem weiterhin Save States verwenden, aber es ist gut, wenn man zwischendurch mal richtig speichert. Also je nachdem, wenn ich finde, dass der Speicherpunkt okay ist, dann werde ich richtig speichern, wenn nicht, dann nicht. Und jetzt, meine Damen und Herren, sehen wir, woran es gehapert hat. Achtung, Trommelwirbel. Okay, das war kein Trommelwirbel, aber da seht ihr das. Weil ein Skript nicht ordentlich ausgeführt wurde. Ich bämse dich einfach mal weg, weil ich keinen Bock mehr auf dich habe. Die hatten das halt irgendwie so geplant, dass der hier ganz stylisch die Kisten kaputt macht und irgendwie ist er dann hängen geblieben. Geistig, mental, was auch immer. Hm, ja, geil. Ach, dieses Spiel, da kommt man doch wirklich einfach in die Klapse, ne? Und das Ding ist, dass der Cheat selber, der muss auch direkt aus der Irrenanstalt kommen, denn... Dich bämme sich auch mal weg. Ich muss das hier nochmal zeigen, weil das so dumm ist, beziehungsweise machen. Ich kann es euch ja nicht zeigen. Also für den Cheat muss man L1, R2, ihr könnt das gerne mitmachen, damit ihr seht, wie bescheuert das ist. L1, R2, Viereck und Kreis gedrückt halten. Ich weiß nicht, ob es unbedingt gleichzeitig sein muss, aber du musst L1, R2, Viereck und Kreis gedrückt halten. Und dann mit irgendeinem Finger noch auf die Select-Taste kommen. Und dann hast du da so ein Menü und kannst das Level wählen, was aber auch ziemlich bescheuert ist. Denn, ja, das, ne. Ich muss euch das später mal zeigen. Das muss man gesehen haben. Das ist so dumm. So dumm. Aber ich überlege gerade, ja, genau. Wir müssen dann eh nochmal zurück ins Hauptmenü, weil... Ja klar, ich muss ja deinen Schwierigkeitsgrad ändern. Alles zu seiner Zeit. Ja, ich hoffe wirklich inständig, dass wir wirklich... Ich meine, wie lange soll das Kacklevel denn noch gehen? Dass wir wirklich nah am Ende sind, damit ich nicht ein zu großes, schlechtes Gewissen haben muss. Dann wiederum, boah, was kann ich dafür, wenn dieses Spiel so scheiße verbuggt ist? Ja, also... Von daher genießen wir das jetzt noch so ein bisschen, der Urlaubsmodus halt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendeine neue Gefahr kommen würde. Also alles, was jetzt hier kommt, das würde ich auch wahrscheinlich so oder so schaffen. Hier beispielsweise, ja, da hat er mich eiskalt durch die Wand fast durch die Decke geworfen. Ja, hier frisst Flatsch. Viel Spaß. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Uiuiui. Im Moment, ist das nicht dieser Ort hier, wo da seine Olle irgendwie war, die er da retten wollte oder so? Meiner Meinung nach gab es da so eine Cutscene. Die ist dann da irgendwie hier so rausgelaufen. Ah. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Vielleicht haben wir es ja gleich hier. Zack. Kein Bock auf euch. Flatsch. Tomatensaft. Gulasch. Perfekt. So, kann ich denn jetzt hier rüberspringen? Nee. Geht tatsächlich nicht, okay. Na, wahrscheinlich einfach das Tor aufmachen. Und ich dachte wirklich, ich hätte Spaß dran, die Gegner einfach zu penetrieren. Aber dafür ist es halt noch zu schwer. Dafür sind sie halt noch zu störrisch. Ich muss ja trotzdem immer warten, sonst kriege ich die Instability Frames ab. Also die Gegner schubsen mich dann einfach weg und ne, Jack the Ripper zerschnetzelt mich trotzdem und so weiter. Macht zwar alles keinen Schaden, aber es passiert... Ignatius Blackwood. The Circle's Founder. With Nadia Francia Franciscus, he fought against Crowley and thought he had destroyed him. A century later, it was my burden to put an end to this monster's evil deeds. This time, Crowley would not escape his fate. Ah ja, ich glaube, das ist der Typ aus dem ersten Teil. Ja, die dachten, die hätten Crowley besiegt. Falsch gedacht. Da fällt mir spontan ein, dass er hier dieses Ladedebakel, da hat er doch mal gesagt, but first. Und dann war das Spiel aber fertig mit Laden. Aber da ich das Spiel dieses Mal von einem anderen Speicherpunkt geladen hatte, hat er tatsächlich seinen Satz beendet. Ich weiß nur jetzt nicht mehr hundertprozentig, was er gesagt hat. Ich glaube irgendwie, er muss seinen Zirkel retten oder so. Hat er dann noch gesagt. Ja, also man entdeckt hier immer neue Sachen. Der war tatsächlich einfach zu langsam. Beziehungsweise der Ladebildschirm war einfach zu schnell. Junge, 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 Alter. Für die Stabilität des Spiels gibt's 0 Äxte von 12. 3 Totenköpfe von 80 oder so. Das sieht doch gefährlich aus, ey. Aber ja, fernab von dem, ne? Also Gegner
mengentechnisch, objektetechnisch und so weiter, ist wirklich alles gleich. Es ist jetzt nicht so, dass es weniger Gegner gibt oder sowas, dass es mehr Gegenstände gibt. Es ist wirklich alles genau so wie im harten Modus gewesen. Also von daher, wenn ihr aus unbekannten Gründen von mir einen Tipp haben wollt, spielt's auf normal, ja. Also, ich denke, ja klar, wenn man das Spiel anfängt, dann wird man am Anfang vielleicht auch so seine Problemchen haben, aber wenn ihr habt mir ja jetzt hier zugeschaut, von daher wisst ihr ja, wie der Hase läuft, wie man die Gegner anzugehen hat. Von daher würde ich sagen, ja, wenn ihr das unbedingt selber spielen wollt, dann spielt auf normal. Das ist ein guter Kompromiss. Ja, also ich habe jetzt offensichtlich die normalen Schwierigkeitsgrade nicht getestet. Aber das hier ist offensichtlich zu einfach und das andere ist fast zu schwer. Von daher. Ja, aber man sieht, ne, bis jetzt keine große Neuheit. Einfach immer dasselbe. Ich will jetzt auch nicht zu negativ klingen, ne, aber ich die 35 Minuten gerade, Leute. Ja, das ist. Hat sich so ein bisschen angefühlt, als wäre ich im Raum von... Ah, perfekt. Im Raum von Geist und Zeit gewesen. Im Real Life waren es 35 Minuten und für mich waren es 3 Jahre oder so. Ja, dann schauen wir uns mal schätzungsweise die nächste Zwischensequenz an. Save and continue. Naja, ist ja scheißegal. Speicher ruhig mal. Override, ja. Bla, bla, bla. Yeah! Successful! Gott, bin ich demotiviert! Ha! Oh! Geht direkt weiter! Ja, Mensch, das ist ja geil. Kann ich zurück? Lul. Ey, Moment mal. Naja. Nur bis hier, oder? Ja. Okay, dann können wir das ja noch in der Folge hier machen. Funktioniert das denn? Ich werde das Spiel sich, oder? Ich werde sicherheitshalber nochmal resetten. Wobei, ich müsste eigentlich den kompletten Spielstand löschen. Ich habe keine Ahnung. Warte, wir versuchen es mal. Wir versuchen es einfach mal, ne? Ja, kann man machen. Was soll schon schief gehen? Ist doch eher alles scheiße. So, dann haben wir hier Schwierigkeitsgrad. Stellen wir wieder auf hart. Check. Okay, so. Ganz wichtig ist, dass man bei dem Cheat auf New Game bleibt. Ihr werdet gleich sehen, warum. Also, wie war das? L1. Traurig, dass ich mir den Cheatcode jetzt gemerkt habe. Wahrscheinlich, weil er so behindert war. Select. Ja, das hat nicht geklappt. Ja, weil ich ja auch irgendwie halb auf der X-Taste war. So. Jetzt seht ihr, da oben ist so ein Menü. Und das Ding ist, wenn ich jetzt rechts und links drücke, dann kann ich zwischen den Leveln hin und her switchen. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt nach rechts switche, solange ich nach rechts switche, ist alles okay. Aber es kann ja jetzt sein, dass du jetzt auf Level 5 klickst und dann willst du aber Level 4 anwählen und drückst nach links. Das Problem ist, dass wenn du nach links drückst, gehst du ja von New Game auf Option oder was auch immer da links ist. Und der Cheat funktioniert aber nur, wenn du nach rechts drückst. Ja, das heißt, du wählst dann Level 4, stehst aber auf Option und willst wieder auf New Game klicken, dann drückst du wieder nach rechts und damit automatisch wieder auf Level 5. Ne? Also, naja, ich kann es euch jetzt einfach mal zeigen. So, wir wollen ja jetzt das dritte Level haben. Also würde ich theoretisch einfach das machen, so. Wenn ich jetzt aber das zweite Level haben will, drücke ich so. Jetzt ist da oben Level 2, aber jetzt steht hier Load Game. Und wenn ich jetzt wieder auf New Game gehen will, steht da wieder New Game. Und wenn ich jetzt den hier mache, dann bin ich plötzlich bei Level 8 und bei Level 9. Wobei ich jetzt nicht verstehe, wieso ich auf Level 9 gegangen bin, weil ich doch nach rechts gedrückt hatte. Aber okay. Ja, aber man sieht, das ist ziemlich verbuggt. Was Stream Zone bedeutet, weiß ich nicht. Ich kann das hochstellen auf über 100. Ich dachte erst, das wäre vielleicht so, dass ich dann noch die einzelnen Speicherpünktchen anwählen kann. Aber macht ja keinen Sinn, gibt ja keine 100 Speicherpunkte. Okay, was wollen wir jetzt? Wir wollen jetzt das zweite Level
Ja, ne? Gut. Dann drücken wir jetzt einfach New Game. Jetzt habe ich euch natürlich minimal gespoilert. Oh nein, wir wissen jetzt, wie viele Level es gibt. Naja, das ist mir das Spiel auch irgendwie schuldig, mir und euch. Nachdem es so viel Scheiße gemacht hat. So, dann sind wir jetzt also hier im zweiten Level. Also, beziehungsweise im dritten. Genau. Schauen auf den Schwierigkeitsgrad. Und der Schwierigkeitsgrad sagt hart. Perfekt. Alles richtig gemacht. Ja. So, was merken wir uns für die Zukunft? Naja, nicht viel. Im besten Fall sollten die Bugs nicht irgendwie am Ende des Levels passieren. Also in gewisser Weise ist es dann gut, weil wir uns dann quasi bewahrheitet haben. Aber so generell, wie wär's mal, wenn wir einfach keine Bugs mehr haben? Hä? Ja, gut, okay, gut. Dann versuche ich mich jetzt noch für die restliche Zeit zu fangen. Das Dumme ist, dass ich eh nur zwei Folgen machen wollte, aber... Man kennt's. Ich werde jetzt dementsprechend natürlich wahrscheinlich keine Extrawaffen oder so haben. Also ich weiß immer noch nicht, ob man die mitnehmen könnte. Wenn man denn welche aufbehalten würde. Kommt echt keine Zwischensequenz hier, ne? Schade. Hatte ich mir doch eigentlich verdient. Gottverdammte Scheiße, ey. Ja, und na ganz klar, solange der Spielstand halbwegs okay aussieht, speichern und dann kann ich dementsprechend laden und das Spiel quasi wieder säubern. Also so laden ist immer gut für Bugs. Laden ist immer gut. Ich bin verwirrt, ich weiß nicht so ganz. Wobei, das sieht abgetrennt aus, also abgetrennt, abgezwirbelt. Also der optionale Weg quasi. Frage ist natürlich, ob ich hier irgendwas machen kann. Immerhin sind wir mal wieder draußen, gibt ein bisschen Schnee. Gut, das ist zu verpixelt, da kann man nichts machen. Komm schon, da wird doch jetzt hier irgendwie was sein, oder? Aber da kann ich nur sagen... Oh, guckt euch mal die Autoreifen an, ey. Wow! Geil. Ein Hoch auf die Cheats, ne? Kann auch wirklich Vorteile haben. Moment. Ja, da wird doch denn dann irgendwie... Ach so, wobei... Ich wollte gerade sagen, vielleicht mit TNT oder so... Ach nee, einsteigen. Mach jetzt hier aber keine Einwegscheiße, ja? Ich würde ja schon gerne nochmal auf der anderen Seite... Was zur Hölle macht der da? Das sieht so kaputt aus, aber klar, das Spiel ist ja auch kaputt. Naja, ja. Es ist halt so das Ding, es ist natürlich geil und so weiter, dass du kämpfst ja auch erst, wenn du in einem Kampffeld bist und so weiter und dann tauchen die Monster manchmal auf, machen hier so Jumpscare-Style und so weiter, aber das ist halt mit Skripts verbunden und kann halt sehr, sehr nach hinten losgehen, wenn das Spiel voller Skripts ist. Also generell, ich habe keine Ahnung von Spiel... Da habe ich ihn wieder geköpft, ne? Irgendwie ist das schon die einfachste Gegnerart tatsächlich, unabsichtlich. Ja, weil der hier irgendwie dann immer den Kopf abschlägt. Ich kenne mich jetzt nicht so mit Spielen aus und so weiter, aber Skripts, ne? Das so im Punkto PC und so weiter. Es ist alles natürlich geil, wenn man das kann, aber das ist halt so, wie als wenn du irgendwie so einen Turm aus Klötzchen baust. Und wenn du dann halt mal, wenn dann ein Stein mal schief hängt oder so, ne, es ist alles, es kann auch alles sehr, sehr instabil werden. Und deswegen ist, ja, ne? So, was ist denn jetzt hier? Ich bin verwirrt. So viele Wege. Am Moment, da kam ich ja her, ja. Ich drehe hier durch. Ich drehe wieder mal durch. Also. Da wird es dann sicherlich weitergehen, oder? Ich meine, das war jetzt sehr, sehr aufwendig. Hier wollte ich nochmal lang gehen. Oder war ich da jetzt schon? Ich habe keine Ahnung. Da klingelt auf jeden Fall das Handy, beziehungsweise es vibriert. Ja, der Wochenendswecker ist immer noch lautlos. Nee, oder? Nee, ich denke, hier ist nichts weiter. Ja, das ist auch ein netter Punkt, um tatsächlich dann mal aufzuhören. Ich würde mal sagen, wir verdauen jetzt das, was so in den letzten 20 Minuten für euch und knapp eine Stunde für mich passiert ist. Oder sogar eineinhalb Stunden. Ja, was auch immer. Es war nicht schön. Aber ja, wie gesagt, ich kann es aus gewissem Standpunkt kann ich es verstehen. Das Spiel war durch diese ganzen Save States, durch diese ständige Gelade und Gespeichere auch einfach ein bisschen instabil.
Ja, das kannst du mit alten Spielen nicht machen. Die drehen dann einfach komplett frei. Es ist so, als wenn du irgendwie dein Hähnchen in die Mikrowelle machst und holst es dann raus und dann machst du es wieder rein und raus und rein und raus. Irgendwann ist es halt schwarz und schmeckt halt nicht mehr. Ja, und das Spiel dachte sich so, ja, wie wär's einfach mal, wenn du das scheiß Level beendest? Wo ich nur sagen kann, ja, wie wär's einfach mal, wenn nicht jedes Level 50 Minuten lang gehen würde, ja? Aber gut, man hat ja gesehen, ich meine, das ist vielleicht auch nett zu wissen, es sind nur 9 Level. Im ersten Teil waren es, keine Ahnung, 23 oder so, wenn man halt auch die Bosse mitzählt. Von daher, es kommt auf selbe hinaus. Schätzungsweise weniger Level, dafür länger. Es ist ja auch alles nett. So, hör halt nur mit dem Scheiß auf. Das war in den letzten Stunden wirklich für meinen Geschmack jetzt genug. Ich habe da wirklich keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, das. Ich hoffe zumindest, dass man mir das anhört. Wenn nicht, dann, ja, keine Ahnung. Es ist nicht nett. Es ist nicht nett. Fakt ist auf jeden Fall, ich habe sehr, sehr viel Spaß. Keine Frage, aber ich bin jetzt schon wieder froh, wenn das vorbei ist. Ja. Dann Leute, dann geht's ab. Dann spielen wir die ganzen Dark Souls und Nios und so weiter. Und da kann man ja wenigstens sich dann drauf verlassen, dass die Spiele halbwegs flüssig laufen. Ja, also sowieso, weil ich das dann über PS3, PS4 spiele, ne? Da werden wir dann nicht solche Probleme haben. Ja, also wenn ihr bis jetzt noch dabei seid, Hut ab. Ich würde es verstehen, wenn der eine oder andere vielleicht schon abgeschaltet hat. Ja. Aber vielleicht freut ihr euch ja auch, dass mir das Spiel hier richtig in den Arsch. Wobei, kann man auch nicht sagen, es tretet mir nicht in den Arsch. Das ist hier E-Girl-Taktik. Man versteht es einfach nicht. Es gibt keine, gut, ich habe es eben versucht zu erklären, aber es gibt keine hundertprozentige logische Erklärung für sowas. Und ich hasse sowas und das macht mich mental einfach fertig. Aber okay. Fakt ist, wir haben es geschafft. Und ich meine, das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich Let's Play Probleme hatte. Ich gedenke da spontan an C12. Aber da hatte ich halt eine Stelle, okay? Eine. Und hier hatten wir bestimmt schon irgendwie 5 Stellen, kombiniert mit dem Schwierigkeitsgrad. Ja, also es ist purer Abfuck. Es ist wirklich purer Abfuck. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.